Von der Impfung gegen das Coronavirus wissen wir. Sie ist effektiv und schützt. Aber wie steht es eigentlich um Corona-Medikamente? Erst vor wenigen Tagen hat Pfizer eine Notfallzulassung für das Medikament Paxlovid bei der US-Behörde FDA beantragt. Und auch ansonsten gibt es bereits Medikamente, die in den verschiedenen Stadien einer Erkrankung helfen sollen. Welche Medikamente wie wirken und wie effektiv sie tatsächlich sind, das schauen wir uns in der neuen Folge Futur Explains an. Ein wichtiger Hinweis gleich zu Beginn. Die Medikamente sind insbesondere für RisikopatientInnen gedacht. Den größten Effekt gibt es bei Menschen, die durch die Impfung keinen ausreichenden Schutz aufbauen konnten und sich infizieren. Bekommt eine Person ein Medikament verabreicht, ist ein Faktor entscheidend. Die Zeit. Am Beginn einer Infektion will man insbesondere das Eindringen des Virus in den Körper stoppen und die Vermehrung der Viren reduzieren. Es braucht also antivirale Wirkstoffe. Später, in der sogenannten hyperinflammatorischen Phase, haben wir mit Entzündungen und körperlichen Reaktionen zu kämpfen. Dabei kommen Entzündungshemmer und Wirkstoffe zum Einsatz, die den körperlichen Schaden durch das Virus reduzieren. Bereits in der EU zugelassen sind Antikörpertherapien mit monoklonalen Antikörpern. Sie werden aus der gleichen Immunmutterzelle geklont und können sich an die Antigene des Virus binden. Beispiele dafür sind die Medikamente Ronapreve und Rekirona. Sie müssen in einem möglichst frühen Stadium der Infektion injiziert werden und richten sich an Personen, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Bei beiden Medikamenten zeigte sich in den Studien, dass die Hospitalisierungen und Todesfälle verringert werden konnten. Die EMA überprüft derzeit übrigens auch eine Antikörpertherapie von AstraZeneca. Eine antivirale Wirkung versprechen Paxlovid von Pfizer und Molnupiravir von MSD. Beide Medikamente werden derzeit von der EMA geprüft, Molnupiravir bereits sogar offiziell unterstützt. Verabreicht werden sie durch Tabletten. Sie verhindern die Ausbreitung des Virus in den menschlichen Zellen. Deshalb müssen sie auch möglichst früh eingenommen werden. Paxlovid von Pfizer verspricht die bisher höchste Wirksamkeit. Laut einer Studie verringert die Pille das Spitalsrisiko um 89%. Molnupiravir immerhin um die Hälfte. Pfizer arbeitet dabei mit einem Kombinationspräparat zwischen einem HIV-Medikament und einem neu entwickelten Präparat, das Enzyme des Virus hemmt. Erkrankt man schwer, wird einiges gebraucht. Mit Cortisonpräparaten wie Dexamethason behandelt man Entzündungen, gerade bei Personen, die beatmet werden müssen. Gegen die Vernarbung der Lunge gibt es ebenso Mittel. Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen, sind aufgrund einer erhöhten Bildung von Blutgerinnseln zentral. Wir sehen, die Zahl der Medikamente, die insbesondere Hochrisikogruppen helfen können, steigt. Und das ist auch gut. Darauf zu warten und den Impftermin verstreichen zu lassen, ist aber alles andere als ratsam. Deshalb gilt nach wie vor: Die Impfung bleibt das wichtigste Mittel gegen das Coronavirus. Mehr zum Thema Corona und Impfungen findet ihr in unserer Futsu Explains Playlist. Was denkt ihr über die Medikamente? Schreibt es uns in unser Futurezone Forum. Und nicht vergessen, Daumen hoch und abonnieren.